dass wir die europäische Perspektive brauchen aus guten Gründen, weil zwei Drittel des weltweiten Wirtschaftswachstums sind andere Länder, nicht mehr Europa. Es ist kein europäisches Zeitalter mehr, in dem Europa die Weltentwicklung determiniert. Und wir brauchen einen stabilen Euro. Ich habe noch klar vor Augen, wie Herr Gabriel hier eine Art Syrtaki aufgeführt hat bei der Entscheidung Griechenland Hilfe, ja oder nein. Innerhalb einer Woche, ja, nein, Enthaltung, am Schluss eine kraftvolle Enthaltung. Das ist Ihr staatspolitischer Beitrag für die Veränderung. Es war Ihr Bundeskanzler Schröder, der den Euro als kränkelnde Frühgeburt bezeichnet hat. War Ihr Bundeskanzler. Und Herr Steinmeier, Sie haben jahrelang Herrn Schröder die Feder geführt. Sie wissen das ganz genau. Ich könnte Ihnen reihenweise Zitate von Herrn Schröder bringen, mit der Begründung, weshalb der Stabilitätspakt aufgeweicht hat. Ja, wir haben eine besondere Situation, eine Wirtschafts- und Währungsunion, keine politische Union. Das unterscheidet uns von den Vereinigten Staaten. Und deshalb wurde der Stabilitätspakt geschlossen, um Leitplanken einzuziehen für finanzpolitische Stabilität, die notwendig ist für eine stabile Währung. Eine der größten sozialen Schweinereien ist Inflation und Geldentwertung, weil es die Kleinen, die mit dem Sparbuch, die mit den kleinen Vermögen trifft, die nicht ausweichen können. Deshalb kämpfen wir für Geldwertstabilität, für einen stabilen Euro, für die Einhaltung der Stabilitätskriterien. Sie haben nicht gekämpft um die Stabilität des Euros. Sie haben aus Beliebigkeit kurzatmig Ihre Regelung gemacht, weil Sie nicht die Kraft hatten, den Haushalt in Ordnung zu bringen. Und Sie haben deshalb die eigenen Messlatten gerissen, weil Sie den Stabilitätspakt aufgeweicht, kaputt gemacht haben, dass er nicht richtig funktionieren kann. Das ist ja die Ursache unserer Misere, weil die Leitplanken von Ihnen durchlöchert wurden und nicht halten. Sie haben sie teilweise zerstört durch Ihre Politik. Müssen wir jetzt, und wir sind dabei, eine Art Stabilitätspakt 2 schaffen. Kernstück wird der ESB dabei sein. Und das ist das Entscheidende, dass wir den Rahmen setzen. Das Kernproblem Griechenlands ist, dass dieses Land nicht hinreichend wettbewerbsfähig ist. Da will ich Ihnen mal vorlesen, was der damalige grüne Außenminister alles erklärt hat, als es soweit war, wörtlich in Athen. Wir sind besonders froh über die wirtschaftlichen Erfolge Griechenlands und die Anstrengungen, die unternommen werden, sowie die Fähigkeit Griechenlands, dem Euro beizutreten. Ich wiederhole, die Fähigkeit Griechenlands, dem Euro beizutreten. Und das Land war damals nicht in der Lage, dies zu machen. Die Unterlagen waren nicht stimmig. Und Sie haben das schön geredet und zum falschen Zeitpunkt Entscheidung getroffen. Im Gencode der Deutschen ist fest verankert, dass jede deutsche Familie zweimal erlebt hat, was bedeutet, wenn eine Währung nicht stabil und solide ist. Wir haben zweimal einen Währungsschnitt in Deutschland gehabt. Und deshalb sind wir sensibel für die richtigen Strukturen, sind wir sensibel für eine Stabilitätskultur in Deutschland. Das ist elementar für eine erfolgreiche Entwicklung dieses Kontinents. Wir haben alle den Menschen versprochen, dass der Euro genauso stabil sein wird, wie die deutsche Mark war. Und dass die Europäische Zentralbank genauso unabhängig sein wird, wie es Deutsche Bundesbank war und ist. Das müssen wir auch sicherstellen. Und deshalb haben wir die Gefahren, wenn wir jetzt nicht helfen, dass Griechenland zu einer finanziellen Stabilität zurückkehrt, seine Wettbewerbsschwäche überwinden kann und dass das Kernproblem Griechenlands, dass es nicht in der Lage ist, das sich zu erarbeiten, was es meint, auf der Ausgabenseite über lange Jahre sich erlauben zu können. Das muss wieder balanciert werden. Deshalb sind 4 Punkte für uns Freie Demokraten ganz zentral. Einmal die Beteiligung privater Gläubiger. Aus 2 Gründen. Politisch, dass sich der Steuerzahler, hier wie in anderen Ländern, einseitig für alles aufkommt. Das ist eine Frage auch der Konsequenz von Verhalten. Und zweitens ökonomisch. Wenn Anleger das Gefühl haben, was immer sie machen, am Schluss bezahlt es der Staat und die Steuerzahler, dann steuern wir wieder falsch in der Finanzwirtschaft in Europa. Deshalb ist diese Beteiligung unverzichtbar. Der IWF muss dabei sein, weil er ein Stück unabhängiger
Expertise mit hineinbringt. Die Privatisierung in Griechenland muss zügig und nachvollziehbar vorangetrieben werden. Und vierter Punkt, der für uns unverzichtbar ist, ist eine angemessene Beteiligung des Parlaments. Wir brauchen definitiv eine Gebäudesanierungsoffensive. Ich denke, sind wir uns einig, um insbesondere unsere stillen Reserven im Gebäudebestand auch zu aktivieren, um im Neubaubereich, im Bestand, in den Quartieren, in den Städten und in den Gemeinden insgesamt. Ich begrüße auch an dieser Stelle die Empfehlungen im Abschlussbericht der Ethikkommission, das ist ja auch auf einem breiten gesellschaftlichen Kontext dadurch gestellt worden, der Bundesregierung für eine neue Etappe in der Gebäudesanierung zur Erreichung unserer Klimaschutzziele. Wir wollen die Bürger mitnehmen, wir setzen auf Anreize anstelle von Zwangsmaßnahmen und die FDP schiebt mit Sicherheit jeglichem Versuch, eine Ökodiktatur in diesem Land einzuführen, einen Riegel vor. Und wenn der Kollege Bartolt zu Recht darauf hinweist, dass wir derzeit in der mietrechtlichen Ausgestaltung die größten Hemmnisse bei der Umsetzung energetischer Sanierungen sehen, insbesondere dort, wo wir es auch noch mit Eigentümergemeinschaften in Mehrfamilienhäusern zu tun haben, dann muss Politik auf dieses Hemmnis anerkanntermaßen von allen Beteiligten konzediert eine Antwort geben. Und die Antwort heißt, wir wollen die Verzögerung oder Verhinderung von Sanierungen und damit die Demotivierung von sanierungswilligen Eigentümern dadurch entfernen, indem wir 3 Monate eine Duldungspflicht und keine Mietminderungsmöglichkeit ansehen. Aber gleichzeitig wird ja auch am Ende die Nebenkosten so stark sinken und der ausschließlich dem Mieter zugutekommen, dass das eine vertretbare Lösung ist. Jetzt haben wir die Herausforderung, zusätzliche Anreize für schnellere energetische Sanierungsmaßnahmen zu schaffen. Und diese zusätzlichen Maßnahmen stehen auf 2 Säulen. Das ist das Aufwachsen des Gebäudesanierungsprogramms über die KfW-Mittel für diejenigen, für die eine einkommenssteuerliche Entlastungswirkung wenig Wirkung haben würde. Es sind insbesondere die kommunalen Wohnungseigentümer, aber es sind vor allen Dingen auch diejenigen Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer, die wenig oder gar keine Einkommenssteuer zahlen. Das sind überwiegend Rentnerinnen und Rentner, aber eben auch Geringverdiener. Da wir hier alle im Hause wissen, dass der Deutsche nichts Schöneres findet, als Steuern zu sparen, wollen wir denjenigen, die aus eigenen Mitteln ohne Banken in Anspruch zu nehmen, diese Sanierungsaufgabe schultern, mit der 10-prozentigen Sonderabschreibung entlasten. Und das ist der richtige Weg, den diese Koalition dort geht. Die Bildungsrepublik Deutschland wird nur dann Wirklichkeit, wenn Bund und Länder gemeinsam für eine gute Bildung eintreten. Und ich sage aber an dieser Stelle auch gleichermaßen und mit gleichem Ausdruck, dass wir uneingeschränkt zum Bildungsföderalismus stehen. Dass im Jahr 2006 von der Großen Koalition im Deutschen Bundestag gegen die Stimmen der FDP-Fraktion beschlossene Kooperationsverbot verhindert aber leider genau dies. Wir haben übrigens schon damals auch deutlich gesagt, dass Kooperationsverbot nicht zeitgemäß ist. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben sich Union und FDP im Koalitionsvertrag auch darauf verständigt. Unser Ziel sind faire Startchancen für alle Kinder. Aufstieg durch Bildung erreichen wir durch höhere Bildungsinvestitionen und das enge Zusammenwirken von Bund und Ländern.